Ein Leichtverletzter. Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Höch und Egelsee ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 20-jähriger PKW-Lenker kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Es kam zum Überschlag. Das Fahrzeug kam am Vornbacher Bach zum Liegen. Glücklicherweise erlitt sein 19-jähriger Beifahrer lediglich leichte Verletzungen, der Fahrer selbst blieb unverletzt. Beide konnten sich aus dem auf dem Dach liegenden Auto an der einzigen Türe, die noch aufging, selber befreien. Am Auto entstand Totalschaden.